Die Anreise sehr gut. Also unser Flug war pünktlich. Wir sind angekommen, gleich den Shuttle sofort gefunden und dann einen sehr netten Fahrer gehabt, wirklich. Und wir sind super durchgekommen, hat alles perfekt gepasst. Es kam irgendwie so zusammen. Also ich habe auf den letzten Löchern an der letzten Runde schon dran gedacht, ja, dass es jetzt wirklich ein großer Traum für mich wahr wird. Und also der Sieg war natürlich unglaublich und hier zu spielen ist vielleicht sogar noch besser. Ja, also es ist wirklich unglaublich für mich. Wir hatten ja die Team-Europameisterschaft eben, das war in Schweden auf einem Linksplatz. Und ich glaube, das war eine gute Vorbereitung jetzt. Viel mit im Wind gespielt und ja, ich glaube, ich bin bereit. Also ich bin hier mit meinem Papa als Caddy. Mein Bruder kam als Player Manager mit und der Uli, der Head Coach vom Deutschen Golfverband, ist als Instructor dabei und sonst noch auch einige aus der Familie als Support und Freunde auch. Zumindest mal die Woche auf jeden Fall zu genießen, so viel zu lernen und aufzusaugen wie möglich. Und ja, ein Traum wäre natürlich die Silver Medal, den besten Amateur, den Preis dafür zu gewinnen. Ja. Ist auf jeden Fall nach wie vor mein Ziel. Ich werde zurück nach Louisville fliegen ins College und schauen, dass ich mich da ordentlich weiterentwickle, sodass ich hier auch mal als Profi spielen kann. Großes Vorbild Tiger Woods und Rory McIlroy, also riesen Tiger-Fan seit klein auf und der war immer mein Held. Mein golferischer Traum, einmal das Green Jacket in Augusta zu gewinnen.